Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Songwriting Journey. Boah, wir sind heute beide so unmotiviert, Leute. Und trotzdem ist es die Challenge und wir müssen halt jetzt auch durchziehen. Aber heute ist mal so ein Tag, wir hatten beide eine super stressige Woche und wir sind einfach richtig hart. Sag. Stimmen aus dem Off, danke dafür. Ja, wir sind einfach mega unmotiviert. Egal, wir werden heute trotzdem irgendwas auf die Beine stellen und auch sowas gehört dazu. Ich meine, auch Thema Schreibblockaden oder Motivationstiefs etc. gehören zu einer Songwriting Journey dazu. Von daher lassen wir euch auch an diesem Teil der Reise teilnehmen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir heute eine EDM-Topline schreiben. Genau, deswegen hören wir jetzt erstmal in bestehende Instrumentals rein, die wir haben. Und dann gucken wir. Vielleicht produzierst du heute mal. Ich mag Topline. Ja, großartige Idee. Man liebt die Herausforderung. Mhm. Ich habe ja übrigens mir überlegt, dass ich mir noch ein Produzentensynonym zulege. Lord Lorry. Bitte mal dazu Feedback in den Kommentaren, wie ihr das finden würdet, wenn ich produzieren würde und mich Lord Lorry nennen würde. Lord Lorry on the beat. So you know it's gonna be heat. Wäre schon geil eigentlich. Ein guter Tracker bin ich schon mal. So, ja, was ist ein Tracker? Ein Tracker, das ist derjenige, der Sachen aufnimmt und auf Record drückt, dann trackt er. Das ist der Track-Guy. Die Leute, die einfach aufnehmen, die müssen da gar nichts mehr machen, sondern einfach nur auf den Knopf drücken und dann happy sein. Also wieder was gelernt hier auf unserer Songwriting Journey. Heute Vokabular, Tracker. Und Bam. Ja, das ist übrigens auch immer wichtig für euch, wenn ihr ein bestehendes Instrumental bekommt. Fragt am besten immer mal nach, was die BPM-Anzahl ist, also Beats per Minute. Beats per Minute. Ja. Ja, was bedeutet das? Das ist halt, wie schnell der Song ist. Wenn ich jetzt hier 126 eingestellt habe, dann ist es vom Metronom her, von der Schnelligkeit her. Bam, 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 bam. Machen wir jetzt mal. Also 126 Beats pro Minute. Genau, und 140 wären zum Beispiel. Oh mein Gott, es ist schneller geworden. Wir hatten jetzt vorhin schon mal eine Topline recorded. Die hören wir uns jetzt nochmal an und daraus wollen wir eigentlich auch was machen. Ihr spielt die jetzt nochmal vor. Baby, love me now. You set fire to my soul, yeah, you show me how not to be afraid of love. So baby, love me now. Baby, love me now. You gave my life a meaning. Knew it right from the beginning. Baby, love me now. Leute, wirklich größte Wichtigkeit, wenn ihr Mellos singt, lasst das Handy mitlaufen, Mann. Das fuckt euch sonst nur ab. Wir haben gerade den Pre-Chorus und den Chorus zusammen gedingst. Also wir hatten auf jeden Fall einen Chorus, aber wir brauchen einen Pre-Chorus, der in den Chorus überslidet. Also wisst ihr, heute gehen wir nämlich so vor, dass wir mit dem Chorus anfangen. Das machen wir auch nicht oft eigentlich, ne? Heute fangen wir mit dem Chorus an und arbeiten uns quasi dann zur Strophe hin. Also auch das ist ein Tipp, Ilja, dass man quasi das auch immer anders gestalten kann. Mal kann man einfach mal anfangen mit der Strophe direkt. Mal fängt man mit dem Chorus an. Es gibt nichts Schlimmeres als Routine bei Songwriting. Genau. Also weil du bleibst dann immer stecken und machst immer das gleiche Gefühl. Das wollen wir euch ja hier auch bei der Songwriting Journey mit auf den Weg geben. Ein paar Impulse geben, wie ihr euer Songwriting oder auch euer Leben gestalten könnt. Ja? Also auch im Leben solltet ihr Abwechslung euch mal gönnen. Dinge anders machen. Nicht immer mit dem rechten Fuß aufstehen. Ja? Ja. Vielleicht auch mal mit dem linken. Genau, deswegen. Normalerweise schreibt man vom Verse, dann Pre, dann Chorus, so wie halt ganz normal der Song läuft. Und heute machen wir es einfach in Reverse. Won't you love me now?
Leute, also dafür, dass wir heute super unmotiviert sind, sind wir einfach jetzt schon fertig nach. Keine Ahnung, wann haben wir angefangen? Dreiviertel Stunde. Na, jetzt übertreibst du. Vor 10 Minuten. Auf jeden Fall haben wir einen Song fertig, beziehungsweise die Topline, also Text und Mello. Und ich muss näher kommen, weil ich sehe wieder ab. Das klingt nicht so. I was lonely when you came around, you came around. I feel whole again. You, there is no doubt, I have no doubt. Cause you give me one night, you make it alright. Nobody ever treated me better. This is your green light. Want you to love me now. This empire to my soul. Want you to show me how. Not to be afraid of love. So baby, love me now. I finally see what I almost missed. I almost missed. Turn my life around with just one kiss. Just one kiss. You give me one night. You make it alright. Want you to love me now. It's empire to my soul. Yeah, you show me how. Not to be afraid of love. Baby, love me now. Oh. Wundervoll. I was lonely when you came around, you came around. Cool, klingt super. So, wir sind fertig. Yay. Yeah. Ja, ist schon richtig. Im Schimmermodus. Wir müssen jetzt nur noch die Vocals kompen. Vocals kompen, eher, was bedeutet das? Vocals kompen bedeutet, dass man mehrere Spuren hat und dann aus den Spuren eben die besten Takes auswählt und die zusammenschneidet. Und dann klingt das so, als ob man perfekt gesungen hat. Richtig gut. Aber es ist mega geil geworden. Das ist echt witzig, weil ich so unmotiviert war. Und ey, so voll. Gar keinen Bock hatte. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, wir waren so unmotiviert vorhin. Es war echt so, boah, wir haben gar keinen Bock und keine Idee und so. Und dann haben wir einfach angefangen und es lief einfach direkt. Es war richtig gut. Wir waren auch richtig schnell. Wir haben dann noch Essen bestellt. Dann haben wir gesagt, okay, das Essen ist in einer Stunde da. Bis dann müssen wir durch sein. Wir waren guess what? Vor dem Essen fertig, Mann. Vor dem Essen richtig, richtig gut. Wir sind richtig stolz. Und vor allem auch stolz, weil wir es trotzdem durchgezogen haben. Ja. Ich meine, wir machen diese Challenge ja nicht umsonst. Und es war auch irgendwie klar, dass es hart wird. Und dass es auch Wochen gibt, wo man halt mal keinen Bock hat. Gut, dass das jetzt schon in Woche 4 so ist. Ups. Aber keine Ahnung, es wird uns wahrscheinlich noch öfter so ergehen. Aber es liegt ja nicht daran, dass man keinen Bock hat, das zu machen. Nein, aber manchmal ist man, manchmal ist die Woche stressig gewesen und man ist eh schlapp und dann soll man auf einmal auf Anhieb kreativ sein. Das ist ja halt auch nicht so easy. Von daher, I'm proud. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge Songwriting Journey. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, ein paar Insights. Packt uns eure Fragen auf jeden Fall in die Kommentare und auch gerne einfach so nette Kommentare. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben für das Video und abonniert unbedingt den Kanal, weil dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Zur nächsten Folge. Und bis dahin würden wir verbleiben mit tschüss.